Liebe Jungen und Mädchen, heute wieder neue Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger mit der Maus und dem kleinen blauen Elefanten. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit einem Seifenblasenbläser, einem Weber, Rot und Blau, Gummiringen, einem Dieb und natürlich mit der Maus. Εύθυμες και αληθινές ιστορίες. Σήμερα, με έναν που φυσάει σαπουνόφουσκες, έναν υφαντουργό, κόκκινο και μπλε, λαστιχάκια, έναν κλέφτη και βεβαίως με την Μάους. Das war griechisch. Die kleine Lok Ivor am Bahnhof von Lennok. Da steht sie rum. Offensichtlich ist heute nicht viel zu tun. Wo sind denn Jones und Di? Tatsächlich. Sitzen in Liegestühlen auf dem Bahnsteig und trinken in aller Ruhe Tee. Das ist ja wirklich ein Lotterleben. Weißt du, manchmal frage ich mich, wenn ich so in den Himmel betrachte, das Leben auf anderen Planeten und so. Ja, das gibt's. Ich habe ein Buch darüber. Kleine, grüne Menschen mit Spitzenköpfen, die gibt's. Sei nicht albern. Nein, das ist wahr. Sie kommen mit fliegenden Untertassen. Wenn sie landen, dann gucken sie wie Zapfsäulen und sagen, bringt mich zu eurem Führer. Ach, Quatsch. Doch, ich habe mal einen gesehen. Passiert eine Menge heutzutage. Guck mal, da ist eine. Was, ein kleiner grüner Mensch? Nein, eine fliegende Untertasse, du Dummkopf. Die kleinen grünen Menschen sind innen drin. Ah, guck dir das an. Da ist noch ein halbes Dutzend. Das muss eine Invasion sein. Die scheinen über Dinwiddies Schächten zu fliegen. Wir gehen hin und sehen nach. Ich will wissen, was da vor sich geht. Komm, Di. Guck dir das an. Jede Menge über den Schächten von Dinwiddie. Oh, ich schätze das recht, Jones. Eine Invasion. Pass auf, wir müssen aufpassen. Wir halten hinter dem Hügel und klettern hoch. Dann sehen wir es von oben. Guter Gedanke, Edwin Jones. Oh, hör mal. Oh, ich habe noch nie sowas gehört. Und Dinwiddies Stimme. Der redet. Hör mal. Hört sich an, als ob der mit den... Oh, die foltern ihn. Oh, das gefällt mir nicht. Nein, das können wir nicht durchgehen lassen. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung, Mr. Dinwiddie? Ich werde Sie retten, Mr. Dinwiddie. Meredith, alles in Ordnung? Suchen Sie mich? Ah, da sind Sie. Ich dachte, die Marsmenschen hätten Sie gefangen. Gefangen? Die Marsmenschen? Ja, die in den fliegenden Untertassen. Fliegenden Untertassen? Ja, und die kleinen grünen Menschen mit den spitzen Köpfen da innen drin. Nein, nein, nein. Da brauchen Sie gar nicht so zu lachen. Oh Gott, tut mir leid. Ich muss so lachen. Meinst du, bei ihm ist alles in Ordnung? Ich bin okay. Ich zeige Ihnen was. Sehen Sie, hier. Dieser alte Hebel und das Gebläse von dem alten Schmelzofen. Also, ich schwinge den Hebel so und... Da aufsteigt eine perfekte Seifenblase. Ist ja fantastisch. So ein Blödsinn. Reine Zeitverschwendung. Den ganzen Tag Seifenblasen produzieren. Ich denke, Sie sind Goldgräber und nicht Blasenbläser. Blödsinn? Ich weiß nicht. Ich grabe dieses ganze verdammte Gold hier raus und dann steckt man es doch wieder in den Boden. Ich finde Goldgraben genauso blödsinnig wie Seifenblasen. Nur, dass Blasenblasen einfacher ist und viel mehr Spaß macht.
Aufgepasst! Sehr gut. Oh, das war eine schöne. Darf ich auch mal? Na klar! Festhalten. Na, wie war das? Hm? Was halten Sie von Dampfkraft, Mr. Dinwiddie? Sie legten eine Schlauchleitung zu Ivors Dampfkessel und dann machten sie Seifenblasen. Das ist Hermann Jungen. Von Beruf ist er Weber. Das ist eine Tischdecke, die habe ich gewebt. Ich zeige euch mal jetzt, wie das geht.
So, dieses waren alles Vorbereitungen. Jetzt kann das Weben beginnen. Na, alles mitgekriegt? Varios ist schon. Oh, che bello che mi hai fuori di sale. Ah, ti vedi che ti fuori che mi di sale, che bello. Oh, ti ecco qui, vai, Samari. Ma che ne sa di fare fuori, qual è il piano che mi ricade quei poli? E sempre, e cade però forte. Ma che ne fuori che ne sa di fare cade fuori, i buchi, se... Ah, ti non mi cade però fuori, che ne sa di fare fuori, ma di acqua, di acqua. Ecco, bene, ma fuori. Ma che cosa? Ah, avrei cambiato il sole e televisione, non avrei fatto le serie. Poi zacchere, l'avrei cambiato il fuori, ma non avrei niente, non lo fare. Poi che sei nel zacchere. Ma confondi essere malato. Ma avrei confondi la tua serie. Te, ma... Quale me ne sarei per fare il papino? Devo di cania, suorba. Devo di fare la giacchetta. Non è che sono di un'altra. Per quale affari, eh? Andiamo in giro, sono di un fegno, ma è... Eh? Ah, te ne sono felice. Ho fuori il mal di serve, che fuori che ne vale tale. E se ne... Oh, beh, per cucina. Non è che... Non è che... Ma buoni, non siamo in fama, non lo puoi mangiare, non lo puoi mangiare, The terrible cold, man, there's somebody on my phone. Nobody come in, there's somebody on my phone. I can't hear my... The old man, I've been fighting this, but... Most of the... The cooler, there's somebody on my phone. Somebody come in, somebody come in, somebody Ah, ecco. Ma non fare una salita, mi ricordo di fare. No, ma non
von der Schere, aber du aber ich kann das, aber ich kann terrible hot. Aber ich kann das. Oh, ich kann den Fall, the hot man im Fall. Oh, ich muss sagen, auf, auf. Oh, the hot man im Fall mit sein. Aber der hat hohe Form. Oh, ich meine, Fall. Aber man kann immer vor. Oh, Flip. Ein Gummiring besteht aus vielen Rohstoffen, die alle genau abgewogen werden. Füllstoff, Oxidstoff, Schwefel, Gleitmittel, Farbstoff und Rohgummi. Die Rohstoffe werden gemischt und in Streifen geschnitten. In dieser Maschine werden aus den Streifen Schläuche gezogen. Die Schläuche werden auf Rohre gezogen und in diesem Ofen vulkanisiert.
Durch das Vulkanisieren sind die Schläuche elastisch geworden. Sie werden von den Rohren abgezogen. Und geschnitten. Fertig. Der Dieb in China. Das ist ja eine herrliche Nacht. Was ist denn das? Da schleicht doch einer rum. Was hat der denn vor? Aha, ein Dieb. Der bricht ein und stiehlt etwas. Ob das denn keiner merkt? Siehste, siehste, jetzt haben sie ihn geschnappt. Da sitzt der arme Kerl nun im Gefängnis. Wie soll er da bloß wieder rauskommen? Da muss ihm schon eine dolle List einfallen. Führt mich zum König, ich will ihm ein Geschenk bringen. Jetzt bringen Sie ihn doch tatsächlich zum Schloss. Da muss ihm also etwas Pfiffiges eingefallen sein. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Aber das ist ja nur ein ganz popeliger Birnenkern. Es ist ein besonderer Kern, der goldene Birnen bringen wird. Goldene Birnen? Ja? Ja, aber warum hast du ihn denn dann nicht selber gesät? Das ist es. Nur Menschen, die noch nie gelogen oder gestohlen haben, dürfen das tun. Ha, na, da ist dem Dieb aber was Raffiniertes eingefallen. Ich weiß, der König hat mal als kleiner Junge seiner Mutter eine Perle aus der Krone gestohlen. Der kann ihn also nicht sehen. Ich kann das nicht tun, aber vielleicht mein Kanzler. Oje, der lässt sich doch dauernd bestechen. Oder der General? Na, der hat doch im letzten Krieg den halben Soldatensold unterschlagen. Oder der Landrat. Oje, der stiehlt doch immer Weinflaschen. Aber
Mein Minister, der müsste doch... Na, aber, der lügt doch wie gedruckt. Tja, aber wen sollen wir denn? Ja, wie wär's denn mit dem Lehrer? Unmöglich. Der hat doch als Junge abgeschrieben. Man könnte den Polizisten fragen. Oder das kleine Mädchen. Oder den Koch. Den Trompeter. Die kenne ich fast alle. Die haben alle mal gelogen oder gestohlen. Oder den Maler. Die Seeleute. Die Fischer. Die Hausfrau. Den kleinen Jungen. Die Blumenfrau. Den Schornsteinfeger. Oder die kleine Suse. Kenne ich alle nicht. Das ist ja trostlos. Was ist denn das für ein Land, in dem ich König bin? Na, guck mal. Ihr habt alle gelogen oder gestohlen und seid frei. Und ich muss im Gefängnis sitzen. Was hast du denn eigentlich gestohlen? Nur eine kleine Pfeife. Nur eine Pfeife? Dann verfüge ich hiermit, na dann lauf mal. Na, da ist dem Dieb ja die List gelungen mit dem Birnenkern. Was soll man auch mit goldenen Birnen? Echte, saftige schmecken viel besser. Die nächsten Lach- und Sachgeschichten bringen wir am kommenden Freitag, den 11. November um 16.40 Uhr. Morgen Nachmittag bringen wir um 14.30 Uhr eine neue Folge aus der Sesamstraße. Und am Sonntagvormittag um 10.45 Uhr bringen wir eine neue Geschichte aus dem feuerroten Spielmobil. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Tschüss. Wir schalten um nach Bremen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Radio Bremen zeigt innerhalb der ARD-Jugendprogrammreihe Teamwork noch einmal eine Hauptschulklasse in der Freizeit. Seit dem letzten Jahr hat Radio Bremen in enger Zusammenarbeit mit einer Hauptschulklasse 6 Filme produziert. Um die Entwicklungsstadien über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren, werden die Freizeitmöglichkeiten der damaligen 8. Klasse noch einmal gezeigt. Es geht um Gammeln, Alkohol, Ärger mit den Erwachsenen und ums Erwachsenwerden. Thank you.
das erzeugt und das wollen manche Eltern nicht einsehen. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel, dass ihre Kinder auch erwachsener werden. Auch, spielt auch eine große Rolle. Und dass sie Freunde haben, dass sie mal länger wegbleiben wollen und so. Und die sehen das einfach nicht ein, dass schon manche so früh rauchen, Freund haben und sowas. Was sollen wir Jugendlichen denn schon machen? Wir werden doch von den Erwachsenen, werden wir doch nur ewig nur rumgestoßen. Ja, haut hier ab, geht dahin. Wenn wir da dann sind, ja, hier haut ihr ab und so. Und dann ist doch kein Wunder, dass die meisten dann entweder in eine Kneipe gehen oder sich sonst irgendwo hinsetzen. Zum Beispiel letzte haben wir uns auch hinten auf den Golfplatz gesetzt, ja. Wo wir endlich dachten, da können wir jetzt mal in Ruhe sitzen bleiben, ja. Ja, denkst du, kam gleich wieder der Besitzer angefahren. Wo sollen wir denn hingehen? Und was sollen wir schon machen? Wir können doch überhaupt nichts machen. Sollen wir einfach auf Barrikaden gehen oder sowas? Was sollen wir Jugendlichen denn schon machen? Martina hat ziemlich genau getroffen, was viele von uns auch denken. Für Jugendliche ist nirgends Platz. Die Erwachsenen sind da natürlich anderer Meinung. Wir sollen brav sein, lernen und nicht rumgammeln. Dies ist nun der dritte Film mit unserer Klasse. Wir wollen Probleme darstellen, die wir in unserer Freizeit haben. Wir wollen mal herausbekommen, ob man nicht gemeinsam etwas ändern kann. Die Kulissen, die wir hier malen, sind für die Kneifzange. Die Kneifzange, das ist eine Rocktheatergruppe aus Hamburg. Das sind 10 junge Erwachsene, die über die Probleme von Jugendlichen sprechen.